Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Donnerstag. Heute Morgen hatte ich eine Panikattacke. Ich lag im Bett und habe gemerkt, ich kann nicht aufstehen. Ich habe noch mehr geschwitzt als sonst. Mein Rücken war klatschnass. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Es hat sich angefühlt, als ob vor und hinter dir zwei Leute stehen und von beiden Seiten deinen Brustkorb zusammendrücken. Ich gehe nicht zu diesem Fest. Ich kann das nicht. Papa hat beim Abendessen geweint. Es tut ihm leid, sagt er, dass wir so wenig Geld haben. Ich habe versucht, ihn zu trösten, aber er hat meine Hand weggestoßen. Mama hat beim Abräumen geschwankt, wirklich. Ich verstehe nicht, dass Papa das nicht merkt. Manchmal will ich einfach nur noch Schluss machen. Mit Mama, mit Papa, mit dem Hof, mit mir. Ich will irgendeine Bombe zünden und mit einem lauten Knall abtreten. Ich will, dass es allen so wehtut, wie es mir wehtut. Das ganze Leben. Sörensen sieht Land. Von Sven Stricker. Zweiter Teil. Was wollen Sie, Sörensen? Ich habe keine Zeit. Wann ist die Pressekonferenz, Frau Dietz? In 10 Minuten. Okay. Nennen Sie keinen Namen. Sprechen Sie von Tatverdächtigen und Untersuchungen. Swantje Nissen und Malte Schuster sind vielleicht auch nur Opfer. Und das ist viel zu wichtig, um es zu ignorieren. Wollen Sie mir gerade vorschreiben, was ich zu ignorieren habe? Ich will Sie nur habe? Schützen, Frau Bürgermeisterin. Mich? Ja, Sie. Denn wenn Sie die Namen öffentlich nennen, fällt Ihrer direkt danach. Jennifer klopft an. Das verspreche ich Ihnen. Keine Zeit jetzt. Ich verstehe kein Wort und ich muss jetzt in los. Dem Auto, das in das Volksfest gefahren ist, saßen nicht 2 Personen, sondern 4. Das verdoppelt die Zahl der Verdächtigen. Das sagen Sie nur, um Ihren Kumpel Schuster zu schützen. Das ist nicht mein Kumpel, das war unser Praktikant. Und das ist ein junger Mann, der noch ganz am Anfang seines Lebens steht und dessen Zukunft man nicht einfach so zerstören darf. Wollen Sie gar nicht wissen, wer sonst noch im Auto gesessen hat? Ich platze vor Neugier. Fabian Streitigkeit Hunger. Okay. Und Lukas Dietz. Was? Ja, Ihr Sohn. Frau Dietz. Ihr Sohn befand sich im Tatfahrzeug, kurz bevor es in die Menge gerast ist. Ihr Sohn hat Schnaps mitgebracht, von dem alle 4 getrunken haben und nachdem sich zumindest Herr Schuster und Herr Streitigkeit Hunger an nichts mehr erinnern können. Ihr Sohn besitzt eine grüne Mütze, die der Täter getragen haben soll. Eine grüne Mütze, die auch ein junger Mann getragen hat, der gestern in einer Reinigung aus Spaß einen Anschlag angekündigt hat. Komisch, oder? Lukas. Wo ist der denn jetzt, der Lukas? Zu Hause, also glaube ich. Schön. Wenn Sie jetzt hingehen und der Welt 2 Täter präsentieren und ich dann hinterher der Öffentlichkeit sagen muss, dass Sie das tun, obwohl Sie wissen, dass Ihr Sohn mit im Tatfahrzeug saß, dann ist nicht nur Ihre politische Karriere beendet, Frau Bürgermeisterin. Ich denke, es ist wohl besser, vorerst keine Namen zu nennen. Bis Sie genau wissen, was passiert ist. Ja, ich denke, das ist besser. Das ist eine ganz tolle Idee, die Sie da haben, Frau Bürgermeisterin. Es wäre ja vielleicht sogar grundsätzlich schlau, nicht vorschnell zu urteilen, oder? Richtig, das wäre vielleicht grundsätzlich schlau. Aber Sörensen? Ja? Lassen Sie meinen Sohn in Ruhe. Ein Monolith von einem Grundstück. Eingebettet in eine Baumansiedlung. Ja, Jenny, ich bin das. Ich weiß gar nicht, wo du gerade steckst. Ein hohes Friesentor, das das Fußvolk von den Herrschaften trennt. Jedenfalls, wenn du da fertig bist, wo du bist, kannst du mir da mal eine Urinprobe von Fabian Streitigkeit Hunger besorgen, bitte? Ist wichtig. Danke. Ein Hund in der Größe eines umgeworfenen Geldautomaten liegt auf halbem Weg zwischen Tor und Haus und hat ein Auge geöffnet. Bitte? Wo spreche ich rein? Ist egal, ich höre Sie sowieso. Für mich ist das nicht egal. Ich muss ja wissen, wo ich hinspreche. Also, wo ist denn das Mikrofon? Im Baum. Hinterm Zaun. Da, wo der Lautsprecher ist und die Kamera. Sie können mit dem Baum sprechen.
Ich spreche doch mit keinem Baum, damit der wächst oder was. Also, so weit kommt es noch. Hier, jetzt machen Sie mal auf, bitte. Wer sind Sie denn? Sörensen bin ich, Kriminalhauptkommissar. Wer sind Sie denn? Dietz heiße ich. Ich wohne hier. Na also, ich muss Ihren Sohn sprechen. Nicht ohne unseren Anwalt. Ich kann auch mit einer Hundertschaft wiederkommen. Das wäre ja die halbe Bevölkerung. Hol ich mir aus Husum. Jetzt lassen Sie mich mal rein. Bitte. Die Villa am Ende der Auffahrt hat in der Mitte einen Turm, der wie ein Pilzkopf aussieht. Warum nicht gleich so? Nein, wie ein Riesenpenis. Ein irrigierter Riesenpenis. Hören Sie mich noch? Ja. Was mache ich denn mit dem Dobermann? Ach, bist du draußen? Ja, der ist draußen. Aber doch sicher angeleint. Nee, der ist nicht angeleint. Aber sein Maulkorb hat auch... Nein, verdammt nochmal! Ich mache nur Spaß. Sprechen Sie ihn einfach mit seinem Namen an, dann hört er auf. Ja und? Wie ist der? Der Name? Ach, jetzt ist die Verbindung schlecht. Was haben Sie gesagt? Können Sie noch ein paar Schritte zurückgehen? Der Name! Jetzt! Bon Jovi. Was? Bon Jovi. Bon Jovi! Bon Jovi! Ihr Hund heißt echt Bon Jovi. Ich wollte ja Bon Scott oder Bon Appetit. Aber das mochte meine Frau nicht. Die ist ja eher konservativ. Wo ist Ihr Sohn, Herr Dietz? Der ist nicht da. Was wollen Sie denn von ihm? Jetzt tun Sie doch nicht so, als hätte Ihre Frau Sie nicht längst angerufen. Sie verzögern. Die ganze Zeit verzögern Sie. Sie wissen ganz genau, was ich von Lukas will. Bon Jovi. Ein Herz aus Gold, das Tier. Aber ein schlechtes Gedächtnis. Was hat Lukas Ihnen über die gestrige Nacht erzählt? Nicht so viel. Er hat was getrunken, was geraucht. Hey, jetzt gucken Sie nicht so, ich bin ja nicht von gestern. An mehr kann er sich nicht erinnern. Sagt er, Filmriss. Muss man ihm glauben. Waren Sie eigentlich auch dabei? Ich gehe nicht auf Feste. Herr Dietz, wenn es wirklich so ist, dass Ihr Sohn sich an nichts erinnern kann, dann brauche ich eine Urinprobe von ihm. Und zwar schnell, okay? Nicht okay. Mein Anwalt ist in spätestens 20 Minuten da. So lange tut sich hier nichts. Sie können gehen oder warten. Sag mal, warten am Arsch. Ein schmaler Fußweg führt ums Haus herum. Der Garten ist endlos. Die Wiese perfekt gemäht. Dahinter ein Maisfeld, das sich weit in die Ferne ausdehnt. Ganz hinten, kurz vor dem Zaun, eine Blockhütte mit einer kleinen Veranda. Mach auf, Lukas. Ich weiß, dass du da drin bist. Einfach mal auf Verdacht. Mein Name ist Sörensen. Ich bin Polizist. Muss aber keine Angst haben. Ich will nur mit dir reden. Gehen Sie weg. Gehen Sie weg oder ich schieß durch die Tür. Stelle ich mich halt neben die Tür. Womit willst du denn schießen? Weiß ich auch nicht. Ein Gewehr, würde ich sagen. Du hast doch kein Gewehr. Gehen Sie einfach weg. Wenn ich jetzt weggehe, Lukas, dann rufe ich Verstärkung. Mach's alles nur noch schlimmer. Ja, Mann. Scheiße. Dein Freund Malte sitzt in Husum. Dringender Tatverdacht. Was wollen Sie denn dann von mir? Gehen Sie weg! Malte behauptet, er war das nicht. Er sagt, dass er sich an nichts erinnert. Dass einfach die Lichter ausgegangen sind auf dem Fest. Und dein Freund Fabian, der sagt das auch. Das ist doch komisch, oder? Alles okay bei dir? Lukas Dietz ist leichenblass. Seine Augen sind rot umrandet. Er schwitzt stark. Ja, ja. Alles okay. Sein Körper zuckt, als hätte er Schmerzen. Ist vielleicht albern, aber können wir dahin? Er zeigt auf den Zaun, das Maisfeld dahinter. Ja, klar. Ja, hier ist es. Eine kleine Lichtung, vielleicht 3x3 Meter. Die Stauden sind samt Wurzeln aus der Erde gerissen und zur Seite geworfen. Ich bin jeden Sommer hier. Auf dem Boden eine Luftmatratze. Komm, jetzt erzähl mal. Eine fleckige Decke. Wie war das denn jetzt gestern? Und ein dreckiger Rucksack, auf dem ein Holzkästchen liegt. Ich wollte gar nicht auf dieses Scheißfest. Ich bin nicht gerne unter Leuten, aber... Fabian, der hat so lange an mir rumgezerrt, bis ich dann doch wieder mitgegangen bin. Und dann sitze ich da im Auto mit Malte, diesem komischen Mädchen und Fabian.
Die haben sich alle nichts zu sagen. Ich bin immer der Klebstoff. Ich muss immer gucken, dass es allen gut geht. Das ist echt anstrengend. Ja, das verstehe ich. Also habe ich was zum Rauchen rausgerücktes. Entspannt. Danach können sich alle leiden. Was zum Rauchen und was noch? Schnaps? Ja, klar. Aber ich meine, ist ja normal, oder? Die Leute feiern, da trinkt man halt was. Das war ganz schön heftig. Und dann? Da ist mir irgendwie schlecht geworden. Ich weiß auch nicht, ob es am Schnaps lag oder an was anderem. Und dann war ich plötzlich weg. Wo war der Schnaps denn her? Von hier. Der Harald, der brennt den selbst. Die Schnapsflasche war aber nicht im Auto. Nein? Nein. Und du auch nicht. Also, was ist mit dir? Ab wann kannst du dich wieder erinnern? Wo bist du aufgewacht? Auf dem Friedhof. Also da oben auf dem Hügel. Mein Kopf tat irgendwie weh und dann war ich noch gekotzt. Ach, das ist gut. Warum ist das gut? Na, weil wir die Spuren davon finden können. Das wird deine Geschichte bestätigen. Und was hast du dann gemacht? Ich habe mich nach Hause geschleppt und gedacht, ich habe es einfach übertrieben oder so. Und dass mich irgendwer da abgesetzt hat, weil ich das so wollte oder weil ich zu dicht war, keine Ahnung. Und als ich dann hier angekommen bin, war Harald noch wach und hat mir alles erzählt. Warum nennst du deinen Vater Harald? Weil das nicht mein Vater ist, ist mein Stiefvater. Okay, dein Stiefvater. Und warum versteckst du dich vor mir in der Hütte, anstatt mir das alles zu erzählen? Ich habe mich nicht versteckt. Die haben mich versteckt. Die schämen sich für mich. Die? Wer sind denn die? Na, Harald. Meine Mutter. Der fragt die alle 10 Minuten am Telefon, was er machen soll. Selbst kriegt er gar nichts auf die Reihe. Der Täter hatte eine grüne Mütze auf. Was? Was denn für eine Mütze? Ja, deine. Das kann nicht sein. Ist eine Zeugenaussage. Denkt sich doch keiner aus, eine grüne Mütze. Ja, ich hatte die dabei, aber ich habe die doch nicht getragen. Sicher? Ja, eigentlich schon. Ich war vielleicht breit, aber ich weiß doch, ob ich eine Mütze auf hatte. Okay, Lukas, ich bin nicht blöd. Zeig mir mal deine Arme. Was? Deine Arme, zeig her. Alter. Die Haut ist blass und ebenmäßig, aber nur bis zur Armbeuge. Da sind Einstichlöcher, teils frisch, teils halb verheilt, teils vernarbt. In dem Kästchen ist deine Spritze, oder? Sag mal, bist du bescheuert? Das weiß doch jedes Kind. Hey, ich hab das im Griff, wirklich. Das Zeug kriegt mich nicht. Ich mach das gar nicht so oft. Niemand hat Heroin im Griff. Ich brauche eine Urinprobe von dir. Warum? Da waren vielleicht K.O.-Tropfen im Schnaps. Lukas, du warst in der Reinigung und hast Hemden abgeholt. Wahrscheinlich für deinen Vater, oder? Also deinen Stiefvater. Und da hast du die Amokfahrt angekündigt. Was habe ich? Ja. Das war doch nur Spaß. Ich habe nur gesagt, dass man da die ganzen Arschlöcher hier mit einem Schlag... Das habe ich doch nicht ernst gemeint. Mit wem hast du da telefoniert? Mit Fabian. Und was hat er dazu gesagt, der Fabian? Er fand es lustig. Du brauchst echt Hilfe, Lukas. Vielleicht muss mir wirklich jemand helfen. Aber die hier, die helfen mir nicht. Die helfen nur sich selbst. Hey! Er rennt in das Maisfeld hinein, hakenschlagend. Keine Chance. Keine Chance, keine Kondition, keine Übersicht. Herr Sörensen, ich verstehe das, aber es hat überhaupt keinen Sinn, wenn Sie hier alle 2 Stunden anrufen. So schnell tut sich da nichts. Wir halten Ihren Vater stabil. Wenn ich eine Kartoffel wäre, dann wäre das Tempo der Geschehnisse kochendes Wasser und würde mir die Stärke entziehen. Hat er beatmet? Natürlich. Ja, er wird beatmet. Und gibt's irgendwelche Veränderungen, Verbesserungen, Verschlechterungen? Ich sage Dr. Siegmann, er soll Sie zurückrufen. Ja. Hallo? Scheiße, 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 scheiße! Was für ein Tag. Und es ist noch nicht mal eins. Also hier war nichts los. Nicht einer eingekommen. War fast langweilig. Das tut mir leid. Was ist mit der Urinprobe, Jenny? Hab ich geholt. Wo soll die denn jetzt hin? Was? Die ist noch hier?
Nach Husum muss die ins Labor. Oder zu Dr. Satu, was denn sonst? Ja, wusste ich nicht. Ja, los, dann bestell einen Kurier. Spätestens nach 14 Stunden nützt uns die Probe gar nichts mehr. Warum hast du nicht zurückgerufen, hä? Ja, war schlimm da bei den Nissens. Da hätte ich Hilfe gebrauchen können. Ja, tut mir leid. Bin nicht dazu gekommen. Ist natürlich schrecklich. Also, schrecklich, was du erlebt hast. Das wünscht man ja keinem, ne? Wieso? Was war denn? Selbstmordversuch. Von Svantje Nissens Mutter. Ach je. Ich habe eine Aufgabe für Sie, Faltermeier. Zwischen den Grabsteinen neben der Kirche liegt ein Haufen Erbrochenes. Das brauchen wir. Den ganzen Haufen? Dann hätte ich gesagt, den brauchen wir. Hab ich aber nicht gesagt. Ich habe gesagt, das brauchen wir. Und damit meine ich das Erbrochene und nicht den Haufen. Ich habe Svantje Nissens Tagebuch gefunden. Ich habe noch nicht so viel lesen können, nur so ein bisschen. Und klar, die war unglücklich und hatte scheiß Eltern und Rachegedanken und so. Aber deswegen fährt man doch noch lange nicht in so ein Fest. Da gibt es doch auch Hemmschwellen, gibt es doch. Naja, wenn die Dinge nicht richtig erscheinen, denkt man vielleicht falsch. Wie meinen Sie das? Also, ich meine das so. Keine Ahnung. Da hört's eigentlich schon auf. Ich hatte nur diesen Gedanken im Kopf. Ganz plötzlich war der da, ja, und er klang halt schlau für mich. Und da dachte ich, sag ihn mal. Ich habe nicht so oft Gedanken. Aber ich glaube, das stimmt. Wir gehen die ganze Zeit von einem Amoklauf aus. Aber was ist denn, was ist, wenn der Täter gar nicht Amok gelaufen ist, sondern dass ein gezielter Anschlag war auf eine bestimmte Person? Und die anderen Opfer haben das Ziel dann indirekt getarnt. Wo ist der Kia gelandet? Also bevor er wieder zurückgesetzt hat? Vor der Bühne. Der hat die Bühne gerammt und ist dann wieder umgedreht. Ja, genau. Und vor der Bühne ist wer getötet worden? Die beiden Stadtvertreter, Mohr und Küster. Weil die da getanzt haben, richtig? Die anderen Opfer und mein Vater hat der Täter beim Rein- und Rausfahren erwischt. Aber sein Ziel war der Bereich vor der Bühne. Kollege Faltermeier, können wir noch mal die erste Aufnahme sehen, bitte? Gleich. Moment. So, ich hab's. Hier, stopp, das ist es. Der hier ist Anselm Küster und der hier, der ist dieser Martin Mohr. So. Wer hat mit denen getanzt und legt gerade die Hände auf die Bühne, um sich hochzuziehen? Frau Geditz. Ja, ganz genau. Und sie hat sich selbst das Leben gerettet, weil sie sich auf der Bühne einen Überblick verschaffen wollte. Das Ziel war aber Frau Geditz. Vielleicht. Ja. Aber wer sollte der denn? Naja, komm. Ein Beliebtheitswettbewerb gewinnt die bestimmt nicht überall. Nee, bestimmt nicht. Und das heißt? Ah, das sind nur so Gerüchte. Faltermeier? Ach, ich weiß nicht. Dieser Martin Mohr hier, der Stadtvertreter. Ja? Der soll sich halt sehr gut mit der Bürgermeisterin verstanden haben. Aha, wie gut? Ja, irgendwie übertrieben gut halt. Ach, das ist eine Spur, Mensch! Ich sammle also Kotze ein und Sie gehen ermitteln? Ja, irgendwie schon. Aber ohne Sie wären wir da gar nicht drauf gekommen. Gute Arbeit, Faltermeier, wirklich. Gute Arbeit. Ein Lob. Schön. Besorg ich mir halt Schaufel und Tupperdose. Muss das jetzt sein? Ich will zum ersten Mal was essen. Eine kleine, vielleicht 45-jährige Frau. Frau Mohr? Mit rötlichem, langem Haar. Natürlich. Ganz in Schwarz gekleidet und barfuß. KHK Sörensen und KOK in Holstenbeck. Zunächst mal unser Mitgefühl für Sie. Danke. Und Ihre Familie. Können wir vielleicht reinkommen? Wir haben ein paar Fragen an Sie. Nein. Ich habe Besuch und würde wirklich gern kurz auf andere Gedanken kommen. Und das verstehen Sie doch sicher. Was ich verstehe, ist, dass mich hier nie jemand reinlässt. Und das reicht mir jetzt. Hey, aber Sie können doch nicht... Tut mir leid. Er ist da manchmal... Och.
Auf dem Tisch stehen Klöße, Braten und Brokkoli, eine geöffnete Flasche Rotwein und zwei halbvolle Gläser. Herr Dietz. Herr Sörensen. Ja, Sie kennen sich? Ja, ja, wir sind uns heute schon begegnet. Ja, allerdings waren Sie plötzlich weg und sind nicht wieder aufgetaucht. Ja, aus Gründen. Das ist übrigens meine Kollegin Holstenbeck. Moin. Ah ja. Das muss jetzt sicher befremdlich auf Sie wirken. Also, dass wir hier einfach so sitzen. Ich meine, an so einem Tag. Ach was, irgendwas essen muss man ja, ne? Sieht gut aus. Und so liebevoll angerichtet. Es geht eigentlich nur um Ablenkung. Ich bewundere das. Wirklich. Also, ich kann überhaupt nicht kochen. Kartoffeln zerfallen mir. Nudeln bleiben hart. Also, egal wie lange ich sie im Topf lasse. Und Reis brennt mir immer an. Ja, ich kriege den dann gar nicht mehr vom Boden weg. Kennen Sie vielleicht? Ich habe mir schon so oft neue Töpfe gekauft und jedes Mal fange ich wieder mit dem Reis an. Also mittlerweile versuche ich gar nicht mehr, den zu retten. Eigentlich koche ich den Reis nur noch, um mir danach einen neuen Topf kaufen zu können. Ah. Ja, ja. Und dann mal weg von den Beilagen, ne? Also ich esse ja kein Fleisch. Und da brauche ich natürlich Proteine. Also unter anderem. Und die muss man ja irgendwo herkriegen. Und hier, wie heißt es, Nährstoffe. Ja, ein ganz schöner Aufwand, sich jeden Tag damit zu beschäftigen. Tofu und Seitan und Milchprodukte wegen der Eiweiße. Und irgendwas, wo die schon gar nicht mehr draufschreiben, was das ist, Proteinquelle heißt das dann. Und sieht aus wie Hackfleisch oder Lamm oder Hühnchen. Nur halt ohne Hackfleisch oder Lamm oder Hühnchen. Also meiner Meinung nach ist das ja auch gar nicht gesund, ne? Also dieses Zeugs aus dem Labor. Ein Eldorado für Lebensmittelchemiker ist das. Aber irgendwas muss man ja essen, ne? Wenn man kein Braten isst, weil das Tier da drin tot ist und vorher wahrscheinlich ein Scheißleben hatte. Also dieser Brokkoli hier hingegen, also der sieht ja hervorragend aus. Der hat aber genau die richtige Festigkeit. Bissfest ist der, sag ich mal. Der kann ja auch so schnell verkochen, ne? Wenn man da mal kurz nicht aufpasst, zack, hängt der auch schon durch und wird pampig. Sagt man das so, pampig, bei Brokkoli? Weiß ich nicht. Wirklich. Also ich bewundere das. Auch wenn man sich die Muße natürlich nehmen muss. An so einem Tag. Ja, andere hätten da vielleicht mal ein Fertiggericht genommen. Finden Sie nicht, dass Sie ein bisschen weit gehen? Wir kennen es jetzt seit 5 Minuten. Da hat sie recht. Herr Sörensen ist total sensibel, ehrlich. Aber mehr so wie der Elefant, dem das im Porzellanladen hinterher leid tut, was er angerichtet hat. Ja, das stimmt. Aber ich arbeite dran. Ist halt eine Geschmacksfrage, ne? Also im wahrsten Sinne. Was gibt's denn zum Nachtisch? Crème brûlée. Toll. Mit Vanille oder Mandelmilch? Sörensen. Ja, Entschuldigung. Ich kann ja gar nicht kochen, ne? Sagte ich schon, oder? Aber es ist halt so ein schönes Thema. Ah, tut mir leid, ich muss da mal ganz kurz. Herr Bulthaupt, erste Ergebnisse? Ja, also es ist jetzt so. Malte Schuster und Svantje Nissen hatten tatsächlich K.O.-Tropfen im Urin. Ihr Verdacht war also richtig. Was ist jetzt hier mit Fabians Streitigkeit Hunger? Ist unterwegs. Also die Probe. Ja, wird knapp. Das heißt aber trotzdem, wir können den Herrn Schuster gehen lassen, richtig? Gibt er jetzt keinen Grund mehr, den weiter festzuhalten? Ist alles in Ordnung mit ihm? Sie klingen so seltsam. Ja, und was machen die Fingerabdrücke am Wagen? Ja, also die am Lenkrad sind tatsächlich von Svantje Nissen und wir haben wirklich keinen einzigen anderen Fingerabdruck gefunden. Nirgendwo. Herr Schuster scheint sein eigenes Auto nie benutzt zu haben. Ja, kein Wunder bei dem Modell. Echt? Sie haben einen anderen gefunden? Wo denn? Können Sie mich hören? Haben wir Verbindungsprobleme? Ja. Wir haben keine anderen Abdrücke gefunden, nur die von Frau Nissen am Lenkrad. Ach, an der Fahrertür. Na, da hat der Täter wohl mal ganz kurz nicht aufgepasst. Aber was ist denn das wieder für ein beschissenes Netz hier? Entwicklungsland Schleswig-Holstein, das gibt's doch gar nicht. Soll ich Ihnen vielleicht Rauchzeichen schicken oder ein Fax im Briten im Boten? Es gibt keine Fingerabdrücke außer von Frau Nissen, verdammt nochmal. Ja, das ist aber auch eine gute Nachricht. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, zu wem der gehört. Ich geb's auf. Genau. Ja, richtig aus. Ach, tut mir leid, der Leiter der Kriminaltechnik. Ein toller Mann, richtig findig. Kein Problem. Woher kennen Sie sich eigentlich, Sie beide? Das können Sie sich doch selbst zusammenreimen. Meine Frau ist Bürgermeisterin, Marikes Mann war Stadtvertreter. Wir wohnen in derselben Straße, ist doch klar, dass man da Kontakt hat. Ja, klar. Normal, ne? Also logisch.
Wobei ein Stadtvertreter die Bürgermeisterin ja eigentlich kontrollieren soll, wenn ich das richtig verstanden habe. Naja, man kennt sich, man hat miteinander zu tun. Und ja. In einer Krisensituation hilft man sich. Ja gut, aber ist schon komisch, ne? Ich meine, wir kommen hierher, weil es Gerüchte gibt, dass Herr Mohr was mit Frau Dietz gehabt haben soll. Und ja, dann treffen wir auf Frau Mohr und Herrn Dietz mit Wein und allem. Und das, obwohl ihr Sohn verschwunden ist, Herr Dietz. Und unter Mordverdacht steht. Und drogensüchtig ist. Oh, guten Appetit. Ja, was soll ich denn Ihrer Meinung nach machen? Ihn suchen? Nur andere Väter würden das tun. Aber Sie sind ja nur der Stiefvater, vielleicht zählt das ja nicht. Doch, das zählt. Sie haben ja keine Ahnung. Hatte Ihre Frau eine Affäre mit Herrn Mohr? Nein, hatte sie nicht. Haben Sie beide eine Affäre? Nicht jede Frau, die sich mit einem Mann trifft, geht auch gleich mit ihm ins Bett. Sie sind sowas von erledigt, Sörensen. Jeder weiß, dass Sie krank sind. Wie war das? Angststörung? Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass Kartenbühl der richtige Ort für Sie ist. Ich habe Einfluss. Ja, da bin ich mir sicher. Aber vielleicht will ich ja auch gar nicht hier bleiben. Auf mich haben Sie keinen Einfluss. Also wir wollten eigentlich nur was essen. Jetzt ist es kalt. Ja, wir sind auch schon weg. Entschuldigen Sie die Störung. Ah, was dagegen, wenn wir die Weingläser mitnehmen? Nur wegen der Fingerabdrücke. Da ist noch Wein drin. Kann man wegschütten. Vielen Dank. Okay, dann nicht. Dann kleine Pause jetzt. Okay. Dann sagen wir doch mal, was das da drin eben war. Haben die echt noch einen Fingerabdruck gefunden bei der Spusi? Das war nur ein Versuch, für Unruhe zu sorgen. Verdächtigst du etwa Lukas Vater oder diese Frau Mohr? Dein Ernst? Naja, also Harald Dietz gehört mittlerweile Halbkartenbühl, richtig? Bisschen polemisch, aber ja. Ja, und gleichzeitig hatte er aber einen Stiefsohn, der über ihn sagt, der macht nichts ohne seine Frau. Ja, und? Ja, und ich frag mich, ob es nicht letztlich doch die Bürgermeisterin ist, die das ganz große Geld macht. Und nicht ihr Mann. Die sitzt ja quasi an der Quelle. Mensch, was man sich da alles für Genehmigungen und Erleichterungen gewähren kann, wenn man im Rathaus sitzt. Harald Dietz aber wäre gern Herr über sein eigenes Reich und beginnt eine Affäre mit Marieke Mohr, die ja ebenfalls unglücklich ist. Das ist jetzt aber echt reine Spekulation. Ja, macht nichts. Der Rest ist ja auch Spekulation. Jedenfalls ist Frauke Dietz im Weg, okay? Harald Dietz beschließt, alle Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, schüttet K.O.-Tropfen in den Schnaps und fährt hinterher und beobachtet. So, jetzt teilt sein Sohn den Schnaps aber dummerweise mit seinen Freunden. Okay, nimmt man halt, was geht, ne? Sitzen die eben alle in diesem Kia. Fünf sind einer zu viel. Und deshalb zieht Dietz den bewusstlosen Fabian raus und, ja, setzt ihn irgendwo auf dem Fest ab. Der ist ja nicht der einzige Volltrunkene um die Zeit da. Also fällt das ja gar nicht groß auf. So, Dietz setzt sich dann ans Steuer und, ja, genau, hat die Mütze von seinem Sohn auf. Denn es soll ja so aussehen, als wäre der den Kia gefahren. Und dann schön in die Mutter rein. Zack, ist er beide los. Oder? Ich meine, wer glaubt schon einem Junkie? Es klingt sehr wild. Kann doch nach wie vor einfach sein, dass Svantje Nissen Amok gelaufen ist. Oder Lukas Dietz. Wir müssen den einfach finden. Absolut. Und dafür brauchen wir den Malte. Aha. Na also. War das eigentlich dein Ernst? Was? Du hast gesagt, du weißt noch nicht, ob du hierbleiben willst, so Harald Dietz. Ach so, nee, Quatsch. Nee, das habe ich nur so gesagt. Ich bleib schon hier. Wo soll ich denn auch hin? Ich bleib nicht hier. Gib keine Zukunft hier für mich. Wenn diese Geschichte vorbei ist, bewerbe ich mich. Als was denn? Wo denn? Egal. Ich brauche einen Job ohne Menschen. In der Umgebung mit Menschen. In der Stadt. Ja, in der Stadt brauche ich das. Mit sowas wie Kultur. Lebensfreude, Sörensen. Neue Leute, die sich freuen, wenn sie einen kennenlernen. Ich bin hier wie so ein Stuhl, den du nicht vom Tisch wegschieben darfst. Ich will aber kein Stuhl sein. Ich will ein Mensch sein. Eine Frau, die als Frau gesehen wird und nicht als Möbelstück. Ich will nicht, dass du gehst.
Ich habe mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt gesprochen. Er verzichtet auf den Haftantrag vor Gericht, wenn ich für dich bürge. Du kannst nach Hause. Warum bin ich auf der Straße aufgewacht? Das verstehe ich immer noch nicht. Ich glaube, du bist rausgeschmissen worden, bevor der Wagen gegen den Baum gefahren ist. Der Fehler war, die Beifahrertür wieder zuzumachen. So wissen wir, dass der Wagen gehalten haben muss vor dem Aufprall und dass der Aufprall wahrscheinlich Absicht war. Und die Fahrerin war Svanche? Ich habe mich gegen Svanche gewehrt? Eher nicht. Wusstest du, dass Lukas Dietz ein Junkie ist? Was? Nein. Das ist dein Freund. Das kriegt man doch mit. Ich habe überhaupt keine Freunde. Deshalb habe ich mich auch so gefreut, als Lukas mich gefragt hat, ob ich ihn und Fabian mitnehmen kann. Ich habe den das letzte Mal gesehen, als wir Abi gemacht haben. Du hast dein Date zerstört, um zwei Typen mitzunehmen, mit denen du nicht mal befreundet bist? Ich hatte plötzlich Schiss davor, mit 20 allein zu sein. Lukas ist auf der Flucht. Ich hatte gehofft, du hättest vielleicht eine Idee, wo der sich verstecken könnte. Ich habe keine Ahnung. Okay, dann lassen wir dich hier in deiner Zelle. Ein Scherz. Sollte ein Scherz sein. Auflockern, bisschen die Spannung rausnehmen. Nicht lustig. Nee? So gar nicht. Schade. Freitag. Ich bin sehr nervös, aber ich habe Malte nicht abgesagt. Ich habe mich geschminkt. Ich habe mir Zeit genommen. Es hat schon ein bisschen besser geklappt. Papa hat gesagt, ich sehe aus wie eine Nutte. Aber Papa findet auch, seine Schweine sehen aus wie Nutten, wenn sie sich mal nicht im Schlamm wälzen. Malte hat mir eine Nachricht geschrieben. Er kommt nicht allein. Er holt vorher Lukas und Fabian ab. Ich werde alles absagen. Lukas und Fabian waren in der Schule die Schlimmsten. Ich bin wirklich traurig. Nein, ich gehe doch mit. Ich werde mir nichts gefallen lassen. Vielleicht wird es der schlimmste Abend meines Lebens, aber es wird mein Abend. Ich gehe dahin und ich werde witzig sein. Ich werde Malte zum Lachen bringen und am Ende werde ich ihn fragen, ob wir uns noch einmal treffen. In einer halben Stunde holt er mich ab. Ich habe mich gerade im Badezimmer übergeben. Danach habe ich mir 12 Minuten die Zähne geputzt. Morgen werde ich hier reinschreiben, dass es ein schöner Abend war. Ich werde lachen. Ich werde mich unterhalten. Ich werde Musik hören. Und ich werde tanzen. Ich habe das Tagebuch von Svanche Nissen weitergelesen. Mhm. Die war gerade erst dabei, überhaupt mal anzufangen, in dem Leben und so. Bei der ist das so, als hättest du einen Baum, der einfach nicht blühen will. Und gerade als dann überraschend doch noch die ersten Knospen kommen, wird der abgeholzt. Da holzt er sich doch nicht selbst ab, der Baum. Da freut er sich über die Knospen. Kann sein, ja. Weißt du, ich mache mir die ganze Zeit Gedanken über Lukas Dietz. Und, ach guck. Fabian Streitigkeit Hunger überquert den Marktplatz. Herr Sörensen. Bei ihm ein junger Mann im blauen Anzug. Zu Ihnen wollte ich sowieso noch mal. Es wirkt so harmonisch wie eine Wurzelbehandlung. Kann das warten? Es ist hier gerade etwas. Das ist Herr Rosendahl. Ich meine, wir müssen zurück ins Büro. Natürlich. Ach Gott, die Leute. Beziehungsstress? Ich glaub schon. Der andere arbeitet auch da, in dem Immobilienbüro. Ist der Einzige, der nicht zur Familie gehört. Was ist mit Lukas Dietz? Ach so, ja, ich frag mich, also da haut er aus einem Maisfeld ab und ist einfach so verschwunden, unauffindbar. Sag mal, hier. Hat der sein Heroin vielleicht mitgenommen? Was? Ich meine, der braucht das doch. Wenn der vor dir abgehauen ist, dann ist der auf jeden Fall noch mal zurück, oh, Mensch, um das Jenny. Zu holen. Ja, du hast recht. Vielleicht ist der sogar immer noch da. Faltermeier.
Ja, also, wir haben Besuch bekommen von der Frau Küster. Kenne ich nicht. Die Frau von Anselm Küster ist das. Also, das ist einer der beiden Stadtvertreter, die letzte Nacht ums Leben gekommen sind. Ja, ja, tragisch. Und? Ihr Mann hat gegen Frauke und Harald Dietz ermittelt. Wie ermittelt? Ja, im Rathaus. Dem ist aufgefallen, dass Leute, die Harald Dietz ihre Geschäfte verkauft haben, plötzlich neue Autos vor der Tür stehen hatten. Vorher. Und Anselm Küster? War auf der Suche nach Beweisen, dass es sich um Korruption und Vorteilsnahme handelt. Ich habe jetzt hier diese Akte, wo alles drinsteht. Nur keine Beweise. Toll. Und was ist mit Lukas Dietz Kotze auf dem Friedhof? War da, wo sie sein sollte. Der Himmel über Lukas ist strahlend blau. Kann das hier unter uns bleiben? Er liegt auf dem Rücken. Kein Wort an die Presse, okay? Hat die Augen aufgerissen. Kein Wort. Und keinen Sinn für die Schönheit der Natur. Schwierig, Frau Dietz. Sie sind ja eine öffentliche Person. Da haben Sie sich selbst zugemacht. Er hält eine Spritze in der offenen rechten Hand. Der Körper ist verkrümmt. Der linke Arm abgebunden. Wir haben bei Ihrem Sohn noch was gefunden. Ein Abschiedsbrief. Oh mein Gott. Hatte Lukas früher schon, ich sag mal, suizidale Tendenzen? Ja. Zu viele Gefühle, zu wenig Widerstand. Wissen Sie, was ich mich schon die ganze Zeit frage? Will ich nicht wissen. Ich frage mich, ob es wirklich Zufall war, dass Sie sich auf die Bühne gerettet haben, als Einzige. Sörensen. Oder ob es nicht eher so ist, dass Sie die beiden Stadtvertreter beim Tanzen, also ja, so ganz bewusst, sag ich mal, dass Sie die auf sich gezogen haben, also auf die Tanzfläche gezogen, da, damit der Fahrer sein Ziel anpeilen konnte. Und bevor es dann gefährlich wurde, haben Sie sich über die Bühne in Sicherheit gebracht, weil Sie ja wussten, was gleich passieren würde. Hier liegt mein Sohn. Und Sie sagen solche Sachen. Sie sind verrückt. Dieser Küster hätte Ihnen alles verderben können mit seinen Ermittlungen. Hören Sie einfach ab. Es ist durchaus möglich, dass Ihr Vater Ihren Besuch bemerkt. Ja, Patienten im künstlichen Koma scheinen durchaus in der Lage zu sein, zumindest übers Unterbewusstsein, Berührungen als positiv und heilend zu empfinden. Berührungen? Ja, außerdem reduzieren wir die Analogsedierung bereits wieder. Und ist das gut, dass, also dass man das zurückfährt, das ist doch gut, oder? Ja. Hab das schon als Kind gehasst, dass du dich immer in den Mittelpunkt gestellt hast. Dich und mich dann natürlich auch. Seht hier, ich bin zwar nie zu Hause, und wenn doch, dann habe ich schlechte Laune und lache nie und will mit nichts so irgendwas zu tun haben, aber alle sollen sehen, dass ich der Papa bin. Ja, hurra, hier ist Öffentlichkeit. Guck doch mal, was für ein Vorzeigepapa ich bin. Und wie süß er ist, der Kleine mit dem Topfschnitt. Hier, komm doch mal her, mach Faxen, Junge. Nee, aber ich wollte keine Faxen machen. Ich wollte mir das alles erstmal in Ruhe angucken und du hast mich trotzdem ausgestellt. Auf jeden Tisch hast du mich gehoben. Und jeder Idiot hat mich gefragt, na, wer bist du denn? Und bist du auch so lustig wie dein Papa? Was ist denn das für ein Vorname? Weißt du überhaupt, wo der herkommt und was der bedeutet? Ja, und ich habe immer nur gedacht, ihr könnt mich Topflappen nennen. Ich werde nie auf diesen scheiß Vornamen hören. Scheiß Nachkriegsgeneration. Scheiß Hippies und scheiß Spießer. Das ist alles scheiße. Und Mama fand das auch scheiße. Und dass wir nie über die reden, das geht mir auch auf den Sack. Das ist, als hätte es sie gar nicht gegeben. Und ich will jetzt wirklich, dass du wieder aufwachst und gesund wirst. Scheiß Krebs. Weil ich dich nämlich beschimpfen will und dir das alles ins Gesicht sagen. Und ich weiß auch nicht, wie man das alles organisiert hier mit der Beerdigung und allem. Und da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Kostet nämlich Zeit und Geld und Nerven. Und falsche Gefühle vom Bestattungsinstitut gibt es dann noch gratis obendrauf. Ich hab keinen Bock. Also streng dich gefälligst an und stirb mir hier nicht weg. Respekt. Tolle Rede. Wie lange stehen Sie denn schon da? Das war eigentlich, das war privat, war das. Ich bin irgendwie nicht dazwischen gekommen. Aber ich habe gute Neuigkeiten. Ja, heißt? Unmittelbare Lebensgefahr besteht für den Moment nicht mehr. Ihr Vater hat auch Glück, was seine Organe betrifft. Oh. Nur ein paar Quetschungen, keine Risse, Funktionsstörung oder so. Alles gut durchblutet. Wir versuchen ihn so langsam dahin zu bringen, dass er wieder selbstständig atmet. Und Wie lange dauert das? Also, bis er wieder wach ist? Ein paar Tage. Wir müssen Schritt für Schritt gucken, wie sein Körper reagiert. Ja. Okay, ja.
Wissen Sie zufällig, ob Käsekäthe auch hier liegt? Wer? Luise. Luise heißt die. Luise Schnittger. Kleinen Moment, ich schaue nach. Sörensen. Die Augen sind hell und klar. Beide Beine geschient. Sie hält eine Packung Pralinen in der Hand. Ach, das ist eine Überraschung. Bestimmt von einer Tankstelle. Herr Streitigkeit, Hunger, was machen Sie denn hier? Ich dachte, ich sehe mal nach der Frau Schnittger. Die gehört ja quasi zur Familie. Marktplatzmonopol. Ich habe sehr viele Familien. Wie geht dir das denn, Luise? Unkraut vergeht nicht. Wie weit seid ihr denn? Womit? Na, womit wohl? Ach so, nee, noch nix. Aber der Kreis der Verdächtigen ist klein. Es ist vielleicht ein bisschen unpassend jetzt, aber ja, es tut mir leid, Herr Streitigkeit Hunger. Ihr Freund Lukas ist tot. Was? Im Ernst? Selbstmord. Goldener Schuss. Das sagt man doch so, oder? Oder sagt man das heute nicht mehr? Gibt's ja jetzt einen anderen Begriff. Das, Sprache ändert sich ja ständig, ne? Lukas. Heroin. Ja, hat wohl keiner gewusst, was? Ich jedenfalls nicht. Also sehr aufbauend ist das hier aber nicht. Ja, aber du hast doch gefragt. Und mach sie mal nicht zu bequem hier, ne? Es gibt hungrige Mäuler zu stopfen. Der Mensch vermisst den ganzen Käse erst, wenn er nicht mehr da ist. Können Sie mich vielleicht mit zurücknehmen? Ich? Ja, mein Wagen springt nicht mehr an. Das erste Mal passiv, das erste Mal nichts tun. Die Müdigkeit bricht endgültig durch. Kann kaum die Augen offen halten. Ist es eigentlich gut, wenn man mit seinem Partner zusammenarbeitet? Also in einem Büro? Was? Naja, es sah so ein bisschen nach dicker Luft aus heute auf dem Marktplatz. Das ist doch Ihr Partner, oder? Der Herr Rosendahl? Naja, wenn man sich gerade getrennt hat und sieht sich jeden Tag im Büro, dann ist das nicht immer so einfach. Und dann gehen Sie da trotzdem hin, zu dem Fest? Du kannst zu Hause sitzen und heulen. Oder du zeigst der Welt, dass du noch da bist. Und ich war ja nicht alleine, das war gut. Lukas war da und Malte und die Dings. Das waren Tiernissen. Hm. Ich finde, spätestens wenn jemand gestorben ist, sollte man sich den Namen merken. So von wegen Respekt und so. Ach, das ist eigentlich schlimm, wenn ich hier so döse. Nee, Quatsch. Würde ich auch gern. Ja, aber jetzt nicht alle gleichzeitig. Oder soll ich fahren? Nee. Malte sagt übrigens, sie sind gar nicht wirklich befreundet. Okay. Ja, sie waren wohl damals in der Schule nicht so nett zu ihm, sagt er. Mein Problem war immer, dass mich gar nichts interessiert hat. Ich habe einfach nicht so viel gefühlt. Ich fand das immer komisch, wenn andere Leute traurig waren oder geweint haben. Und dann haben sie andere Leute gequält, um selbst was zu spüren? Man kann sich ändern. Ja, klar. Wenn man kann. Herr Bulthaupt, ich nehme nur gute Nachrichten entgegen. Das Ergebnis der Urinprobe von diesem Herrn Streitigkeit Hunger. Ah, okay. Moment, ich stelle Sie mal auf Lautsprecher. So, das interessiert hier nämlich noch jemanden. Ja, also, die gute Nachricht ist, dass der Test positiv ist. Der Streitigkeit Hunger hatte eindeutig K.O.-Tropfen im Urin. Das entlastet ihn. Und die schlechte Nachricht? Ihr Bote hat sich so dermaßen in unserem Haus verlaufen, dass wir eigentlich zu spät dran waren. Und wir konnten dann auch nicht sofort, und der scheiß Personalmangel immer. Und als wir die Probe endlich analysiert hatten, waren 14 Stunden um, seit dem angeblichen Schnaps im Kia. Und das ist zu spät, oder? Ja. Aber trotzdem war das Ergebnis absolut eindeutig. K.O.-Tropfen. Fand ich erst okay, dann doch irgendwie komisch.
Naja, wir haben eine Stunde gewartet und den Urin nochmal untersucht. Heißt es eigentlich den Urin oder das die, Urin? Die Urinprobe. Jedenfalls glauben Sie nicht, was wir für ein Ergebnis hatten. Immer noch positiv. Na, aber sowas von positiv. Dagegen ist ein Krankenhaus, Clown und Trauerklos. Ist Ihnen klar, was das bedeutet? Ja, ich muss auflegen. Danke für den Anruf. Oh, Feldweg? Ist das wieder so eine Art Abkürzung? Ist besser. Ich kenne mich ja aus. Gut. Ihr Auto ist gar nicht kaputt. Doch, das geht mal an und mal nicht. Zurzeit eher nicht. Sie haben den Schnaps also erst später getrunken. Nachdem alles vorbei war. Um sich ein Alibi zu verschaffen. Und Sie waren im Krankenhaus, um sicherzugehen, dass die Luise Sie nicht erkannt hat, als Sie sie umgefahren haben. Wie gesagt, sie gehört fast zur Familie. Die Gefahr war also groß. Ach, das ist alles so komisch. Also, ich wollte ja unbedingt, dass Sie mich mitnehmen, damit wir dieses Gespräch führen können. Jetzt führen wir dieses Gespräch und ich kann kaum glauben, dass wir dieses Gespräch führen. Ja. Absurd. Ich weiß, dass es alles völlig verrückt ist. Das alles. Ich kann es nicht fühlen. Seltsam, oder? Es ist so, als würde man durch Blut warten und sich nur denken, was für eine interessante Farbe. Aber heute auf dem Marktplatz, da haben Sie eine Menge gefühlt. Ja. Und als der Herr Rosendahl so neben Ihnen stand, da habe ich mich gefragt, wo ich den schon mal gesehen habe, Ihren Ex-Freund. Und dann ist mir das wieder eingefallen. Gestern Abend, auf dem Fest. Klar, waren ja alle da. Ja, genau. Und er war auf der Tanzfläche. Ich sag mal, sehr eindeutig war der da mit einem Mann, der nicht Sie waren. Und jetzt frage ich mich, wie Sie das wohl fanden. Scheiße, fand ich das. Ja, aber gleich in eine Menschenmenge? Ich kann das gar nicht glauben. In mir ist einfach was explodiert. Janis hat immer gesagt, es macht ihn wahnsinnig, dass mich nichts ärgert oder freut, dass ich so kühl bin. Traurig. Eben nicht. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass ich mich erschrecke oder anfange zu weinen oder es mir leid tut, aber es kommt nicht. Es passiert nicht. Es erreicht mich gar nicht. Na los. Was stimmt denn da nicht mit mir? Janis ist der einzige Mensch, bei dem Sie was fühlen. Und dann demütigt er Sie. Das hätte er nicht tun dürfen. Sie haben die K.O.-Tropfen in die Schnapsflasche getan, um an das Auto zu kommen. Ich hatte ja eigentlich nur zum Spaß dabei, zum Chillen. Ehrlich, ich bin nicht dahin und habe gedacht, ich bringe heute Leute um. Ich habe vielleicht ein bisschen viel Badesalz eingeschmissen. Badesalz? Im Ernst? Das heißt nur so. Ich hatte echt Mühe, hinterher einen klaren Kopf zu kriegen. Deshalb habe ich Ihnen noch erzählt, dass ich mit dem Auto war. Ich war mir plötzlich nicht mehr sicher, ob ich auch wirklich alle Fingerabdrücke abgewischt hatte. Das ist ganz komisch für mich. Hier mit einem Menschen in einem Auto zu sitzen, der gestern ein richtiges Attentat begangen hat. Finden Sie, dass ich so wirke? Wie jemand, der sowas macht? Nee, eigentlich nicht. Also, Sie waren zu viert im Auto. Sie als Fahrer und die anderen drei bewusstlos. Wieso lag Lukas Dietz dann hinterher auf dem Friedhof? Lukas ist mein Freund. Ich habe seine Mütze benutzt, damit mich keiner erkennt, aber ich wollte nicht, dass man denkt, dass er das war. Und Malte? Sitzt auf dem Beifahrersitz und fängt plötzlich an, irgendwelches Zeug zu labern und die Augen zu öffnen. Hab ich ihn rausgeschmissen. Und dann haben Sie kapiert, dass Sie ja nicht ewig weiterfahren können, dass Sie einen Täter brauchen oder eine Täterin. Und schon ist Swantje Nissen am Baum gelandet. Ich bin nicht stolz drauf. Aber die Idee war doch gut, oder? Halten Sie mal an. Ach, Sie haben uns eingeschlossen. Sie können nicht einfach aussteigen und mich verhaften. Wieso denn nicht? Darauf läuft das doch sowieso hinaus. Der Kollege Bulltop zum Beispiel, der hat doch die Urinprobe. Und die Luise hat uns auch gesehen. Es ist vorbei. Es geht rasend schnell. Er reißt das Ladekabel aus der Konsole, greift beide Enden, wirft es mir über den Kopf und zieht zu. Ich kann leider nicht einfach so aufhören. Muss mich auf eine Aktion konzentrieren. Auf eine einzige. Das eine zieht das andere nach sich. Und ich will nicht, dass jetzt alles vorbei ist. Kopf zurück. Jetzt. Beweg dich nicht, du Arsch. Du hast meinen Vater überfahren. Tut mir leid. Ach, gerade hast du noch gesagt, dass dir gar nichts leid tut. Bitte, mein Kopf. Nix. Ich gehe doch jetzt kein Risiko ein, gehe ich nicht. Erst wenn die Kollegen kommen. Und wie ich den Laden kenne, kann das dauern. Frau
Alltag. Nachtrag. Noch 5 Minuten, bis er mich abholt. Wenn er denn überhaupt kommt. Malte hat geschrieben, er hat einen weißen Kia. Ich soll das wissen, damit ich nicht aus Versehen ins falsche Auto einsteige. Er ist witzig. Ich hoffe, ich schwitze nicht so stark. Ich hoffe, er hat eine gute Klimaanlage. Ich hoffe, die beiden anderen machen mich nicht gleich fertig. Ich werde erstmal zuhören, so wie immer. Oh Gott, mir ist schlecht. Ich habe Angst. Aber ich will, dass Malte mich nett findet. Ich will einen Menschen haben, der sich vielleicht sogar in mich verliebt. Der sagt, dass er mich wieder treffen möchte. Der mich hier rausholt. Ich will, dass dieser Abend eine Weiche stellt. Heute ist der Anfang einer besseren Zeit. Die Tage sind so zäh wie die Nächte lang. Der Aufwachprozess dauert. Und dauert. Papa? Papa? Wo bin ich? Im Krankenhaus. Du bist im Krankenhaus. Wo sonst? Habe ich heute wieder Chemo? Nee, heute nicht. Alles unscharf. Sie müssen mal Ihr Krankenhaus scharf stellen. Soll ich dir erzählen, was passiert ist? Hast du Schmerzen? In den Beinen habe ich Schmerzen. Ach, Scheiße. Kein Ding. Ich stelle mich ja sowieso immer in den Mittelpunkt, dann muss ich es ja nicht gleich wieder übertreiben. Das hast du gehört? Ja, jedes Wort. Hast du gesagt, du willst lieber Topflappen genannt werden, als bei deinem Vornamen? Ja, kann sein, ja. Nur 2 Fragen. Was ist passiert und wie alt werde ich noch? Arschloch-Amokfahrer hat dich aufgespießt, deshalb künstliches Koma 100 Jahre. Zweitens sticht erstens. Willkommen zurück, Papa. Aber warum? Jetzt lass mal schön nach vorne gucken jetzt. Hinter uns ist egal. Sörensen sieht Land. Von Sven Stricker nach seinem gleichnamigen Roman. 2. Teil. Das heißt, die Dietz und ihr Mann haben gar nichts damit zu tun mit der ganzen Sache? Nee. Moment mal. Muss ich mich jetzt entschuldigen? Bei denen? Schon. Das ist das Schlimmste. Es sprachen Bjarne Mädel, Birte Kretschmer, Felix von Manteuffel und Bastian Reiber. Willst du immer noch hier weg? Ja, schon. Mensch, Sörensen, jetzt mal ehrlich, das hätte doch sowieso nicht geklappt mit uns. 2 Patienten wie wir. Minus und Minus ergibt doch nicht immer Plus. Ich bin der einzige Patient hier. Sowie Carmen Maya Antoni, Muriel Baumeister, Heiko Deutschmann, Binita Hansen, Oskar Hoppe, Udo Kroschwald, Bettina Kurt, Anton von Lucke, Matthias Matschke, Fadi Lusek und Michaela Winterstein. Du klammerst dich an mich, wenn ich deine einzige Bezugsperson bin. Und noch dazu weiblich. Also, meistens. Das heißt, du hast nur einen Strohhalm und das ist echt zu wenig. Was ist denn, wenn der mal knickt? Du knickst nicht. Besetzung, Kati Bonjour. Vielleicht kann es ja auch einfach mal sein, dass dich jemand mag, weil du bist. Kein Strohhalm. Könnte ja auch sein, dass du in Ordnung bist, so als, ich sag mal, Mensch. Komposition, Jan-Peter Pflug. Ich finde dich gut so, wie du bist. Und ich will, dass du dich auch ein bisschen gut findest, damit du auch mal andere gut finden kannst. Zum Beispiel, ja, wenn es ganz schlimm kommt,
sogar mich. Ton und Technik, Andreas Stoffels und Frank Klein. Du versuchst mich aufzuhalten? Nein, ja, weiß ich nicht. Regieassistent Stefanie Heim. Guck dich erstmal um und dann mal sehen. Regie Sven Stricker. Meinst du, wir kriegen die noch? Die Dietzes? Sagt man da Dietzens? Dramaturgie Jakob Schumann. Nicht heute, irgendwann schon. Genau. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023. Wir sind ja die Guten. Wir sind die Guten.